Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Batman Arkham Origins. Ich muss dazugeben, habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Aber ich gehe mal davon aus, wir sind von da oben gekommen und müssen hier nach unten gehen. Wir suchen ja immer noch... Ja, irgendwie dämmert. Irgendwie kann ich mich an diesen Gang erinnern. Zugang zur Kanalisation. Ah, ja. Es wird langsam Licht in meinem Kopf. Auch wenn hier unten nicht wirklich viel Licht ist, für mich reicht's. Ich nehme an, oder ich glaube, jetzt kommen hier auch bald Gegner. Hier unten? Nein. Ach, genau. Hier haben wir das letzte Mal Schluss gemacht. Wir standen nämlich hier und wir müssen jetzt diese Klebegranate nutzen, um uns einen Fluss zu bauen. Da. Also die Klebegranate ist quasi genau das gleiche wie diese Eispistole von Freeze aus Arkham City. Hätten sie auch einfach wieder so eine Eispistole einbauen können, aber okay, das war dann wahrscheinlich nicht möglich, ohne den Charakter Freeze einzuarbeiten, und er war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht bei Batman und so weiter und so fort. Deswegen habe ich gedacht, wir nehmen mal genau das gleiche, nur nennen es aber im Endeffekt anders. So kommt mir zumindest momentan vor. Soll mich aber nicht stören, was soll's. Komm. Gleich haben wir es geschafft. Na also. Du kämpfst gut. Das war der falsche Move. Ach, da haben wir auch wieder diese. Mist, jetzt habe ich auch noch... Na komm. Jetzt habe ich auch noch meine... Spezialvernichtungskombo verschwendet. Ach, ich bin gerade... Also man merkt, dass ich ein paar Tage nicht gespielt habe, weil ich bin gerade total raus. Flucht nochmal. Ich glaube, ich werde jetzt hier direkt mal sterben, oder? Na also, jetzt haben wir den erstmal geschwächt. Den machen wir direkt Platz. Jetzt geht's ab mit Schockhandschuhen. Auch wenn ich hier ständig vergesse zu kontern. Nice. Okay, ich habe ziemlich schlecht gekämpft, aber man hat gemerkt, im Laufe des Kampfes bin ich besser geworden und Stufenaufstieg. Nahkampfverbesserung. Mal schauen, ob wir unsere Schockhandschuhe noch weiter aufrüsten können. Dann wäre das erstmal Nahkampfverbesserung. Schockhandschuhe, Betäubungsstab, Konter. Sobald die Schockhandschuhe aktiviert sind, ermöglicht diese Technik es, dir gegnerische Betäubungsstabangriffe abzuwehren. Durch diesen Konter werden Gegner entwaffnet und zu Boden geworfen. Durch erfolgreiche Betäubungsstab-Konter werden die Schockhandschuhe zudem aufgeladen. Ah, das ist ja cool. Wobei ich mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern kann, wann ich das letzte Mal von einem Betäubungsstab angegriffen wurde. Also ich glaube, das war eher im zweiten Teil, in Arkham City. Da kam das öfters mal vor, aber jetzt hier in Origins, muss ich zugeben, wüsste ich gar nicht, wann ich das letzte Mal so einen Betäubungsstab abbekommen habe oder überhaupt jemanden gesehen habe zum Betäubungsstab. Aber vielleicht kommt das ja erst noch. Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel noch geht oder insgesamt, wie lange das ist. Wobei es dürfte wahrscheinlich gar nicht mehr... So lang gehen, sollte es ähnlich lang sein wie die zwei Vorgängerspiele, wovon ich ja ehrlich gesagt ausgehe.
Dann würde ich behaupten, maximal nach 10 Folgen. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil... vom Gegenteil überzeugen. Kann aber eigentlich jetzt schon sagen... ist hier irgendwo. Das heißt, dass Bane auch hier ist. Kann aber eigentlich jetzt schon sagen, dass ich das Spiel hier von allen drei am schwächsten finde. Immer noch ein gutes Spiel, immer noch ein sehr schönes Spiel. Aber im Vergleich halt zu Arkham Asylum und Arkham City würde ich sagen... ist das hier zu Recht kein Game of the Year geworden. Da gefallen mir die anderen beiden schon besser. Am besten gefällt mir Arkham City. Dann danach Arkham Asylum und dicht hinter Asylum würde ich dann Origins setzen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass der nächste Teil Arkham Knight, da man da ja dann auch mit dem Batmobil fährt, das könnte dann wahrscheinlich schon nochmal ein Tick geiler werden als die drei Spiele, die schon da sind. Mensch, dann gerade wegen Aufnahme untersuchen. Ein Teil dieser Forschung ist der Überwindung seiner eigenen Sucht und Ab... Charakterprofil über... Nee, das war falsch. Ach, ich bin echt total raus, verdammt nochmal. Bane! Wie komme ich denn zu Bane? Profile. Hier brauchen wir Bane. Wo ist er denn? Bane? Hier. Bane ist wahrscheinlich gesehen einer großen Gruppe an Mitausbrechern unterwegs, von denen der namenshafte... Okay. Ach, wir haben hier ein belastendes Material. Es heißt, dass das, was dich nicht tötet, stärker macht. Aber das, was dich stärker macht, kann dich oft töten. Sucht ist eine Schwäche. Sie muss überwunden werden. Venom ist meine Sucht geworden. Meine Schwäche. Um mich zu befreien, habe ich viel versucht. Eine Weile habe ich versucht, Venom und seine Hersteller vom Erdboden zu tilgen. Aber in letzter Zeit interessiere ich mich mehr für Projekt TN1. Eine Ersatzdroge, welche die suchterzeugenden Eigenschaften von Venom eliminiert und einen dauerhaften Effekt verspricht. Wenn es funktioniert, brauche ich kein Zulieferungssystem mehr. Eine andere Schwäche. Während die frühen Tests noch sofort abgebrochen werden mussten, schienen die letzten Subjekte physisch stabil zu sein. Aber die Nebenwirkungen sind massiv. Sofortiger und andauernder Gedächtnisverlust, gefolgt von einem Abbau der Hirnfunktionen, wodurch das Subjekt primitiv wird. Die Tests werden fortgesetzt. Die neueste Formel ist vielversprechend. Sobald ich die Fledermaus ausgeschaltet habe, kümmere ich mich um geeignete Freiwillige für meine Tests. Ende der Aufnahme. Mhm. Bane ist auch bisher der Einzige, der so ein Turmband da stehen hat. Abhängigkeit von Venom gewidmet. Ohne es kann er nicht überleben. Bildschirm untersuche. Beeindruckende Arbeit. Aber Bane hat anscheinend keine Lösung für die schädlichen Nebeneffekte der Verbindung am Gedächtniszentrum des Gehirns gefunden. Wir scheinen Bane dicht auf der Spur zu sein und wir hatten ja schon einmal gegen ihn... Transportliege oder so. Projekt TN1. Bane experimentiert wohl mit einer neuen Art Venom. Was auch immer es ist, es muss die physiologischen Schäden an der Leiche im GCPD verursacht haben. Ja, auf jeden Fall hatten wir ja schon mal das Vergnügen, gegen Bane zu kämpfen. Und ich dachte mir ja schon, dass wir nochmal gegen ihn kämpfen. Wobei, das dachte ich auch bei dem Electrocutioner. Und da war es dann auch nicht so. Aber ich denke, bei... Da hätte ich gerade was. Wahrscheinlich nur klettern, oder? Egal. Aber bei Bane, das ist ja schon... ja, ein Gegner, der ja auch öfters vorkommt. Nicht jetzt nur in dem Spiel. Da werden wir wahrscheinlich schon nochmal gegen ihn kämpfen müssen.
Eure Zeit ist abgelaufen. Deine Zeit ist abgelaufen. Alfred, Bane weiß, wer ich bin. Du bist nicht mehr sicher in Wayne Manor. Verstanden. Ich rufe die Polizei. Nein, ich darf nicht riskieren, dass auch sie meine wahre Identität aufdecken. Verbarrikadier dich in der Bathöhle. Was werden sie tun? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich überlege mir was. Oh, da hat ich also... Ich muss zurück zur Bathöhle. Schnell. Da hat also Bane die wahre Identität von Batman rausbekommen. Obwohl er ja so einen hervorragenden Stimmverzerrer benutzt, der seine Stimme einfach nur einen Tick tiefer macht. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich gegen Bane oder zumindest seine Handlanger bei unserer Villa oder in der Betthöhle kämpfen. Na gut, Betthöhle wahrscheinlich nicht. Verdächtiger hat ein Jetpack und einen Flammenwerfer. Mehrere Geiseln an der Pioneer Bridge. Firefly. Er weiß wohl nicht, dass der Joker geschnappt wurde und bringt diese Leute in Gefahr. Wegen mir. Delta 65 an Zentrale. Wer ist der leitende Offizier bei der Pioneer? Captain James Warden ist leitender Offizier. Ist halt auch lächerlich, dass Batman nicht schwimmen kann. Also, er schwimmt halt nicht, Batman. Batman schwimmt nicht. Er muss immer irgendwie entweder mit so einem Gefährt hier von einem Ort zum anderen ziehen oder er muss sich halt über das Wasser mit seinem mit seiner Batclaw oder mit seinem Enterhaken drüber schwingen, drüber springen, was auch immer. Auf jeden Fall kann Batman nicht einfach durch Wasser schwimmen. Das wäre zu einfach. Das ist eigentlich schon ziemlich lächerlich, oder? An der Brücke könnten viele Leben auf dem Spiel stehen. Wenn ich Fireflies Funk hacken kann, kann ich mehr rausfinden. Mal gucken, was uns die Radiosender zu sagen haben. Unsere Einheiten beschweren über Landstreicher der Prospect Avenue 1313. Wiederhole, Landstreicher begehen Hausfriedensbruch in der Prospect Avenue 1313. Ach, verstanden. Wir kümmern uns drum. Hier spricht Anarchy und ihr hört Freeway. Radio vom Volk für das Volk. Die heutige Nacht würde ich gerne mit einer Lesung von Plain Words. Deadshot Funk. Und wenn die Cops irgendwas versuchen, töte ein paar Geiseln. Kein Ding. Und wann machen wir die Bomben scharf? Erst wenn die Fledermaus auftaucht. Wir warten die ganze Nacht, wenn es sein muss. Es geht hier um 50 Millionen. Alfred, Firefly hält Geiseln an der Pioneer Bridge fest. Ich muss mich um ihn kümmern, bevor ich zurückkomme. Die Polizei kann doch sicher mit Mr. Linz umgehen. Besonders nach dem, was wir gerade erfahren haben. Ich kann diese Geiseln nicht im Stich lassen. Sie sind nur wegen mir in Gefahr. Wegen dem Kopfgeld des Jokers. In der Bathöhle bist du sicher. Wie aber auch immer vom Hundertste ins... Hatten wir nicht noch irgendwo... Ankerpunkt. So, der ist gar nicht hier drin, oder was? Na egal, dann gehen wir eben weiter. Wie immer vom Hundertste ins Tausende kommen, jetzt müssen wir... Also eigentlich wollten wir ja nach Hause, damit wir unseren Butler beschützen können, aber jetzt hat... So. Aber jetzt hat Firefly natürlich wieder 1 Million Geiseln genommen, sodass wir uns erstmal um die Geiseln kümmern müssen, bevor wir uns unseren, ja, Ziehvater, würde ich ihn fast schon nennen, kümmern können. Alfred hat uns ja aufgezogen, nachdem leider Gottes unsere Eltern beide erschossen wurden. In unserem Beisein. Na gut, dann versuche ich mal... so schnell wie möglich dahin zu kommen und die Geiseln zu befreien und dann schnell zu Alfred zu gehen und... Naja, er ist ja keine Geisel, aber... Er schnell zu Ende. Oh, fuck. Ich bin ihm auf den Kerb. Du wirst sterben. Scheint ziemlich weit weg zu sein. Der Boss, er verhält sich eigenartig. Sogar wurde ja von irgendeiner Brücke gesprochen. Sein ganzes Leben ist diesem.
Da komme ich doch wieder nicht oben drüber. Da muss ich doch wieder an der Seite vorbei. Glaube ich. Nein. Was machst du denn? Ach, ich wünschte, wir wären Catwoman. Die war so schön schnell und hübsch war sie auch. Aber vor allem war sie schnell. Ja komm, dann fliegen wir halt hier... Oder was heißt fliegen? Dann gehen wir halt hier durch. Geht in Position und wartet auf meine Befehle. Provoziert oder greift den Verdächtigen nicht an. Er hat Geiseln auf dem unteren Bereich der Brücke. Geht einfach in Position. Hui! Wo ist das denn jetzt? Da drüben. Da ist ja auch schon die Brücke. Wie schnell. Mal wieder nirgendwo. Alter. Dann bin ich ja mal gespannt. Die Brücke ist ja ziemlich kaputt. Alle Einheiten. Ja komm. Diese scheiß Verbrechen jedes Mal. Fehlen, wenn er von Fireflies Bomben wüsste. Ich muss ihn aufhalten, bevor er in eine Falle läuft. Zentrale, hier ist Marine 4. Warner Gordon. Okay. Bericht erstatten. Ich kapiere es am mittleren Pfeiler, am Fundament der Brücke. 10-4. Keine Ahnung, wie viele Geiseln er hat. Ich schicke Gordon das Wort da rein. Dann können wir heim. Nee, Mann, das willst du nicht. Brandon schießt auf alles, was sich bewegt. Und dann sitzen wir hier die ganze Nacht und packen Leichensäcke voll. Was haben wir hier? Gerät hacken. Oha, Schwierigkeitsstufe 3. Schummeln. Oh, das passt sogar. Oh, das ist sogar eins mit 3. Wenn ich das richtig sehe, mit 3 verschiedenen Passwörtern. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Wahrheit, stimmt auch. Das dritte. Informationen. Juhu! Ich muss zum Fundament des mittleren Pfeilers. Und zwar schnell. Ich bin noch am Fundament, oder? Hä? Aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann kloppen... Ach, ich muss da wahrscheinlich rein. Moment. Na? Ich will das Geländer will ich. Ich muss runter zum Fundament des mittleren Pfeilers. Da werde ich Gordon finden. Toll, die haben mich alle schon gesehen. Fuck. Was? Wer trifft mich denn hier? Aber der Pfeil ist auch da drüben. Das verstehe ich nicht so richtig. Versteckst du dich da oben? Muss ich die jetzt platt machen oder nicht? Ich weiß nicht so richtig. Ach, scheiß drauf. Wir haben hier einen Code 4. Kümmern wir uns drum. Ach, ey. Ich ziel die ganze Zeit auf jemand anderen und der boxt immer auf den Typ, den ich verletzen kann. Machen wir erstmal den mit dem Schildplatz. Bestrafe ihn so hart wie es nur geht. Dann den mit der Rüstung. Der Look der Faust kämpft. Oh, ouch, ouch. Machen wir jetzt eben ganz fette Action mit Elektro. Das kann doch jeder seiner Wege gehen. So. Ich gehe mal davon aus, ich muss hier in dieses Tor rein. Alles andere wird zumindest keinen Sinn ergeben. Ja, sieht so aus. Wartungsraum.
Tja, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt diesen wunderschönen Eingang gefunden haben, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Also bis morgen wahrscheinlich. Tschüss.